Du bist schon heiß. Ja, wirklich? Muss ich wirklich sagen. Na, du auch. Ich finde doch, das passt doch einfach so gut. Ja, ich habe dich so gesehen und dachte mir nur so... Ja. Jetzt! Ja, genau. Jetzt oder nie. Zu dir oder zu mir? Zu dir. Frühstück ist fertig. Oh, du hast Besuch. Oh, na toll. Das ist die Mia. Deine Freundin. Oh, hast du auch Sojamilch? Denn die Mia, die trinkt nur Kaffee mit Sojamilch. Ach, dann fahre ich eben in den Supermarkt. Das wäre toll. Ach so, nee, nicht nötig. Ich bin eh gleich weg. Bleibst du nicht zum Mittagessen? Mm-mm. Aber dann verpasst du die weltbesten Kohlrouladen, Mia. Hilfe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Komm schon. Heute mit dem Thema One-Night-Stands. Wow, aber super Aufführung, oder? Ja, schade, dass es nur ein One-Night-Stand war. Ja. Komm, Feierabend. Gut zu wissen, der Begriff One-Night-Stand stammt aus der Theaterbranche. Da ging es nämlich um eine Aufführung, die nur einen Abend zu sehen war. Ja, wir reden allerdings heute von der Variante, wo sich zwei Unbekannte zum einmaligen Sex verabreden. Ein paar Drinks, ein paar nette Flirtereien, bis hin zu der berühmtesten Frage der Welt. Zu dir oder zu mir? Ja, aber einen One-Night-Stand muss man nicht gezwungenermaßen in einer Dating-App oder in einer Bar suchen. Die US-Dating-Seite Saucy Dates hat ihre Mitglieder gefragt, wo hast du schon mal jemanden kennengelernt, mit dem du dann einen One-Night-Stand hattest? Ja, und die Top-Antwort war, auf der Straße. Was? Bock zu vögeln? Klar. Damit ist aber vor allem gemeint, wenn man abends angeheitert unterwegs ist. Ja, man möchte zum Beispiel die Bar oder den Club wechseln und ist auf dem Weg zum nächsten Laden. Da begegnet man potenziellen One-Night-Stands. Wow! Bock zu vögeln? Ah. 8% gaben an, auf einer Hochzeit einen One-Night-Stand gehabt zu haben. Man muss natürlich der Typ sein für einen One-Night-Stand. Ja, so ist es, denn es ist eine einmalige Sache. Wenn man dazu geneigt ist, schnell Gefühle für jemanden zu entwickeln, ist man vielleicht der Falsche für einen One-Night-Stand. Ja, auch Sex mit Unbekannten ist ja nicht jedermanns Sache. Vielleicht steht ihr eher darauf, mit einem vertrauten Partner Sex zu haben. Lasst euch auf jeden Fall nicht einreden, dass ihr unbedingt einen One-Night-Stand haben müsst. Ja, also sollte es aber doch dazu kommen, haben wir hier ein paar Regeln, an denen ihr euch langhangeln könnt, damit auch euer One-Night-Stand schön wird. Regel Nummer 1. Schieß dich nicht ab. Ja, trink auf gar keinen Fall zu viel, denn Lallen war noch nie sexy. Sein bitte! Regel Nummer 2. Keine falschen Hoffnungen machen. Komplimente über das Aussehen oder sowas wie "Ich stehe auf dich" sind völlig okay, aber keine Aussagen treffen wie "Du bist der Mann oder die Frau meiner Träume". Das würde dein Gegenüber nur verschrecken. Du hast wirklich wunderschöne Augen. Danke. Ich liebe dich. Du musst nochmal auf Klo? Cool. Ich warte hier. Regel Nummer 3. Kein seelischen Striptease. Erzähle nicht zu viel Persönliches. Es soll schließlich bei einer Nacht bleiben und dein Gegenüber muss nicht all deine intimsten Geheimnisse wissen. Als Kind habe ich mal meinen Hamster getötet. Was? Ja, ich habe mich draufgesetzt. Aber das ist nicht schlimm. Mein Therapeut meint, dass ich damit verarbeitet habe, dass ich eigentlich meine Schwester umbringen wollte. Und ich meine, so ist es nur der Hamster. Ja. Prost. Regel Nummer 4. Safer Sex. Klar, oder? Ohne Gummi sollte nichts laufen, gerade weil du die Person so gut wie gar nicht kennst. Schützt vor Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten.
eine gute Sache. Oh, warte mal. Regel Nummer 5. Geh und vergiss bloß nichts. Mache einen klaren Cut. Ihr hattet Sex, gut. Wenn du dann das Bedürfnis hast zu gehen, dann geh und mache das deinem Gegenüber auch klar. Und noch ganz wichtig, vergiss bloß nichts, denn im Idealfall siehst du ihn oder sie ja nie wieder. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt besser. Hä? Keine Lust auf Runde 3? Nee, ich hau ab. Schick, schick. Danke. Bitte. One-Night-Stands können eine aufregende Sache sein. Geht nur nicht zu leichtfertig in die Situation rein. Sex mit einem Fremden kann zu Missverständnissen führen. Ja, oder zu Krankheiten. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch darüber klar seid, was ihr wollt. Respektiert die Wünsche des anderen. Ja, macht euch keinen Druck, denn One-Night-Stands sind keine Trophäen. Man kann auch One-Night-Stands haben, ohne Sex miteinander zu haben. Ah, schreibt doch mal eure Erfahrungen zum Thema One-Night-Stands in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ah, und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um gar kein Video mehr zu verpassen. Tschüss, bis nächsten Sonntag. Tschüss.